Anja Schüte ist eine deutsche Schauspielerin, geboren am 2. September 1964 in Hamburg, aufgewachsen ist sie in Köln. Ihre Karriere begann bereits als Teenager, als sie beim Girls Magazin ihre Bewerbung mit ihrem Passfoto für die Rolle einer Balletttänzerin in The Story of Laura M. einreichte. Bei mehr als 3000 Bewerbern hatte sie das Glück, diese Stelle zu bekommen. Von dort aus begann ihre Filmkarriere 1980 mit einer Hauptrolle in David Hamiltons Film Tender Cousins. Bis 1986 wirkte sie in insgesamt 9 Filmen mit. Obwohl sie mit dem Kino angefangen hat, ist Anja Schüte vor allem für ihre Rolle als Schauspielerin in Fernsehserien bekannt. Sie hatte bemerkenswerte Rollen in Fernsehserien wie The Troubled Head, 1983, The Wicherts from Next Door, von 1986 bis 1991, Forsthaus Falkenau, von 2003 bis 2006, und The Prince and the Girl, 2007. Außerdem trat sie in beliebten Fernsehserien wie Das Traumschiff und in der Serie Rosmunde Pilcher auf. In ihrem Liebesleben erlebte Anja Schüte mehrere Tragödien. Sie war von 1990 bis 1995 mit dem Schlagersänger Roland Kaiser verheiratet und hatte einen Sohn. Nach 8-jähriger Beziehung trennte sie sich 2009 vom Architekten Hans Schwemer. Das Leben hört hier jedoch nicht auf. Seit 2017 hat sie eine neue Beziehung mit einem norwegischen Reeder begonnen und Ende August 2019 heirateten sie. Das Paar lebt derzeit glücklich in der norwegischen Hauptstadt Oslo. Trotz Tragödien und Misserfolgen in ihrem Leben ging Anja Schüte weiterhin mit Kraft und Entschlossenheit voran und erzielte in ihrer Karriere und ihrem Privatleben unglaubliche Erfolge. Es scheint, dass Anja Schüte in ihrem Privat- und Berufsleben viele Höhen und Tiefen durchgemacht hat, aber sie hat alle Herausforderungen mit Kraft und Entschlossenheit gemeistert. Obwohl ihr Liebesleben von Tragödien und Misserfolgen geprägt war, fand sie ihr Glück in einer neuen Beziehung und heiratete Ende 2019. Mit einer reichen Schauspielkarriere vom Film bis zum Fernsehen hat Anja Schüte tiefe Spuren in der Unterhaltungsbranche hinterlassen. Die Rollenvielfalt und die hervorragende schauspielerische Leistung haben ihr geholfen, die Aufmerksamkeit des Publikums zu erregen und ihren Namen hervorstechen zu lassen. Trotz Tragödien und Misserfolgen hörte Anja Schütes Leben nie auf zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Ihre Stärke und Entschlossenheit in jeder Situation halfen ihr, alle Schwierigkeiten zu überwinden und das Leben zu schaffen, das sie sich wünschte. Letztendlich wurde sie nicht nur als hervorragende Schauspielerin, sondern auch als starke und bewundernswerte Frau bekannt. Es scheint, dass das Leben von Anja Schüte viele Werte und Bedeutungen enthält, nicht nur in ihrer künstlerischen Karriere, sondern auch in ihrem Privatleben. Obwohl sie Tragödien und Misserfolge erlebte, lernte sie viel aus diesen Erfahrungen und wuchs weiter, indem sie ständig auf der Suche nach dem Glück war und es fand. Anja Schütes vielfältige Rollen und ihre umfangreiche Karriere in der Unterhaltungsbranche zeugen von ihrem Talent und ihrer Entschlossenheit. Ihre Leistungen und ihr Enthusiasmus bei ihrer Arbeit haben ihr geholfen, sich einen guten Ruf aufzubauen und beim Publikum beliebt zu sein. Ihr Liebesleben mag viele Umbrüche durchgemacht haben, aber Geduld und Glaube an die Liebe haben ihr geholfen, Freude und Glück in einer neuen Beziehung zu finden. Ihre Stärke und Entschlossenheit in jeder Situation ist für viele Menschen eine große Inspiration. Schließlich ist Anja Schüte ein klares Beispiel für Standhaftigkeit und Entschlossenheit bei der Verfolgung von Leidenschaft und der Suche nach Glück im Leben. Trotz der Strapazen und Herausforderungen überwand sie alle Barrieren und glänzte und hinterließ einen unvergesslichen Eindruck in den Herzen der Fans und in der Unterhaltungsindustrie.
Anja Schüte hat in ihrem künstlerischen und persönlichen Leben eine Reise voller Höhen und Tiefen durchgemacht. Trotz Herausforderungen und Tragödien behält sie in ihrer Karriere und ihrem Leben weiterhin Entschlossenheit und Standhaftigkeit. Die Vielfalt ihrer Karriere von der Filmschauspielerin bis zum Fernsehen zeigt Anja Schütes Talent und Engagement für die Kunst. Sie hat unvergessliche Rollen geschaffen und einen tiefen Eindruck in den Herzen des Publikums hinterlassen. Anja Schüte hatte trotz der Tragödien in Liebe und Familie zwar Schwierigkeiten, doch aus den Herausforderungen schöpfte sie Kraft und machte weiter. Ihre neue Beziehung und die anschließende Heirat zeugen von ihrem Glauben an Liebe und persönliches Glück. Anja Schütes Leben ist eine Reise der Selbsteroberung und Entwicklung. Trotz der Bitterkeit und der Misserfolge blieb sie standhaft und hörte nie auf zu träumen. Ihre Geduld und Entschlossenheit sind für viele andere eine Quelle der Ermutigung und beweisen, dass alle Schwierigkeiten mit Glauben und ständiger Anstrengung überwunden werden. Kann man hier auf Join Audio klicken und natürlich braucht man ein Kopfhörer, ein Headset, ein Mikrofon und wenn man das besitzt und die anderen besitzen es auch, dann kann man sich unterhalten, während man hier Zeichnungen anfertigt. Aufgepasst, wenn man hier draufklickt, dann will der Browser in der Regel nochmal sicher gehen, dass man das auch wirklich möchte. Hier, ich benutze gerade Chrome, der fragt einen hier oben, ob man das wirklich zulassen möchte. Andere Browser machen das vielleicht anders. Einfach mal danach drauf achten, dann auf Zulassen klicken und schon ist man im Audiobereich und kann sich mit den anderen unterhalten. Ich verlasse das jetzt mal wieder. So. Okay. So, zeichnen und unterhalten parallel, das ist schon super. Twiddler kann aber noch mehr. Beispielsweise kann Twiddler auch Dokumente hochladen, auf denen man zeichnen kann. Beispielsweise, naja, unsere Worksheets, die wir im MOOC produzieren. Ich gehe hier mal auf Document. Und dann kann man sich ein Document aussuchen hier, Upload Documents, und da kann man ein Document uploaden. Ich nehme mal hier Worksheet Höhensatz. So. Das dauert in der Regel einen kleinen Augenblick, bis es oben ist, ne? Das wird irgendwie noch verarbeitet. Wichtig ist, wenn man so ein Dokument dann anzeigen lässt, wird alles bisherige gelöscht. Das heißt, sollte man am Anfang machen und dann auf diesem Worksheet zeichnen. Ich klicke jetzt hier mal drauf. This will clear the page, also es wird die Seite löschen. Okay, okay. So, manchmal wird es nicht gleich angezeigt, dann einfach nochmal auswählen über Document und dann, ja, dann klappt das schon. So, jetzt sieht man hier das Arbeitsblatt und jetzt kann man hier mit Draw beispielsweise natürlich auch, ich mache jetzt mal irgendwas, ja, hier etwas einzeichnen, beispielsweise eine zusätzliche Linie, wenn man das möchte. Ne? Vielleicht ist man interessiert an dieser Linie hier. So. Und das bleibt auch am Platz, wenn man scrollt. Ne? Das ist also ganz hilfreich. Man kann hier gemeinsam auf diesem Worksheet zeichnen. Okay, man kann nicht nur gemeinsam zeichnen, sondern man kann auch Formeln einbinden, wenn man LaTeX kann. Dann kann man auch mit LaTeX Code Formeln eingeben. Man kann natürlich hier einfach Formeln draufschreiben, ne? Aber mit LaTeX sieht es vielleicht manchmal ein bisschen besser aus. Dazu klickt man hier unten auf Mathematical Formulas. Da öffnet sich hier ein Eingabefeld für die LaTeX Formel. Die wird hier unten auch gleich angezeigt, wie die aussieht. Machen wir irgendwas, was jetzt in diesem Kontext auch Sinn macht. Also beispielsweise Overline ABC. So,